So, guten Morgen zusammen. Hier ist wieder der Alex aus dem Telegram-Kanal Frag uns doch, heute mal zur ungewöhnlich früher Zeit. Ja, jetzt habe ich gestern doch kein Video gemacht, und so sind die Themen heute mal ein bisschen ausführlicher. Sprechen wir heute mal über die Dominion-Server und die Manipulation der US-Wahlen. Wir sprechen über Pfizer und nochmal kurze Aufarbeitung. Ja, was hat Trump an seiner Pressekonferenz am letzten Wochenende denn gesagt? Und warum hat er so viel über Impfmittel gesprochen? Wir sprechen über QFS und die Assets, wie ist da der Stand? Wir sprechen über die US-Wahlen und die Mainstream-Medien. Aber bevor wir anfangen, jetzt schon mal mein ernster Hinweis darauf. Es wird in den nächsten Tagen, startend mit heute früh, heute Nacht weiß nicht, um 0:01 Uhr, startend werden viele, viele Veränderungen jetzt in den nächsten Tagen kommen und das wird heute schon richtig losgehen, das wird richtig Bumm machen. Deswegen nochmal mein Hinweis. Es sind sehr, sehr viele, die uns folgen, da sind wir unglaublich dankbar für, die uns folgen bei YouTube. Wir müssen davon ausgehen, zum jetzigen Stand, dass alles, was mit Google zu tun hat, alles, was mit YouTube zu tun hat, mit Facebook und den ganzen Unternehmen, dass das jetzt in den nächsten Tagen massiv eingeschränkt werden wird. Und wenn ihr weiterhin Videos bekommen wollt und sehen wollt und wenn ihr weiterhin uns folgen möchtet, bitte, 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 geht in Telegram rein, meldet euch da an, googelt nach Frag uns doch oder nicht googelt, gebt in die Suche ein, Frag uns doch oder unter dem Video kommt jetzt wie immer der Link zu unserer Telegram-Gruppe. Meldet euch dort an. Ihr könnt es auf dem Handy runterladen, Telegram, ihr könnt es aber auch auf dem Rechner runterladen, eine Telefonnummer angeben, seid ihr registriert und könnt uns dort weiter folgen. Abgesehen davon sind natürlich auch alle Nachweise und Quellenangaben dort zu finden und natürlich auch über den Tag verteilt immer wieder interessante Artikel und ja, und Beiträge auch aus anderen Gruppen, die wir für teilungswürdig empfinden, sind dort zu sehen, anzuschauen. Also bitte nicht einfach darauf verlassen, was in YouTube drin steht, sondern weil wir wissen nicht, wann YouTube abgeschaltet wird, aber es wird nicht mehr ewig lange dauern und wir werden die Videos auf jeden Fall bei Telegram weiterhin hochladen. Denn Telegram wird unserer Meinung nach nicht betroffen sein von den Sperrungen. Das wird vor allem alles, was wird die Facebook-Gruppe betreffen, wie WhatsApp, Instagram, Twitter wird dabei sein, Facebook selber, YouTube wird dabei sein. Also all diejenigen im Social-Media-Bereich, die mit der Zensur arbeiten und die Aufklärung und die Wahrheitsbewegung, die ja Trump anführt, beeinträchtigen, wenn nicht gar richtig gehend beschränken. Also, unter dem Video findet ihr den Link. Und dann meldet euch bitte bei Telegram an und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann bei Telegram in Frag uns doch folgt. So, was machen wir noch? Ich noch eine Ankündigung. Es wird am Samstag ein außergewöhnliches Video geben. Ein außergewöhnliches. Insofern, es wird auch ein etwas längeres sein. Es ist doch eine ganze Menge Menschen, die uns auf den Vorträgen kennengelernt haben, die immer wieder auch in den Webinaren drin sind. Und da haben wir zwei Ankündigungen. Die erste Ankündigung: Am Samstag wird es ein außergewöhnliches Video geben. In diesem Video werden wir sprechen einmal über die Revitalisierung der Gesellschaft. Wo stehen wir gerade in der Gesellschaft und was macht Sinn? Wo wollen wir hingehen? Was heißt Revitalisierung der Gesellschaft? Und das zweite Thema, der zweite Teil, der dann auch sehr ausführlich sein wird, ist, wir sprechen jetzt endlich über das Projekt Dörfer. Wir werden dort erklären, wie ihr zu uns findet, wie ihr euch bemerkbar machen könnt, wie ihr eure Teilnahme, eure Unterstützung und so weiter und so fort, wie ihr das anmelden könnt und wie ihr euch
dort registrieren könnt. Die E-Mails werden, die verschiedenen E-Mails werden, ja, E-Mail-Accounts werden bekannt gegeben, sodass ihr euch da dann auch gerne eintragen könnt. Und da wird es dann auch im Nachgang dann Newsletter geben, es wird persönliche E-Mails geben und so weiter und so fort. Und wir werden dann über diesen Weg mit euch in Kontakt treten, denn die Arbeit der Stiftung, die wir ja von Anfang an im Auge hatten, als wir Frag uns doch gekündigt haben, die hat gestern begonnen. Und ja, jetzt legen wir los und versuchen die Welt positiv zu verändern und nicht nur die Welt, sondern vor allem auch bleiben wir erstmal lokal. Wir bleiben erstmal im deutschsprachigen Raum und wir wollen hier nicht nur die Welt im deutschsprachigen Raum verbessern, sondern auch ja, die Gesellschaft auch wieder dahin bringen, wo sie mal war oder wo sie auch hingehört und das Leben uns sehr viel schöner machen, um dann den Einstieg in das goldene Zeitalter positiv für uns, für jeden Einzelnen gestalten. So, lasst uns anfangen. Was ist da draußen los? Ihr habt das gelesen, bis zum 11. November haben Special Operations des Verteidigungsministeriums einen Server in Frankfurt sichergestellt und in die USA verschafft. Dieser Server, da ist die Dominion-Software draufgelaufen. Und ja, mit der Dominion-Software kann man eine ganze Menge Unsinn betreiben. In diesem Fall war es jetzt gewesen, dass man die Wahlen damit massiv beeinträchtigen konnte. Und ja, der Geschäftsführer von diesem Unternehmen und den Dominion-Server betrieben hat, hat jetzt gestern zugegeben, dass es überhaupt keine Sache ist, das ist kein großer Aufwand, 1 Million Stimmen mal eben von Biden auf den Trump, beziehungsweise in diesem Fall von Trump auf den Biden zu verschieben. Und dass die Wahlen doch massiv manipuliert worden sind. Dazu hat auch Sidney Powell, das haben wir ja nun schon mal berichtet und da haben wir auch ein paar Videos zu gepostet im Telegram-Kanal. Die hat am Montag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, hat sie da ein Interview gegeben bei Fox und hat gesagt, die Beweise, die sie vorlegen kann, sind doch erheblich. Und es werden jetzt alle Beweise vorgelegt. Und nicht nur erheblich, sondern sie sind überraschend groß an der Vielzahl. Ja, es ist aber nicht nur die Wahl jetzt verschoben worden, sondern es ist auch rausgekommen. Die haben es in 2016 auch schon mal probiert in den USA, haben sich allerdings auf den Staat Kalifornien beschränkt. Warum auch immer, ich nehme an, in Kalifornien sind halt 55 Wahlmänner. Und damals ist man davon ausgegangen, naja, wenn wir Kalifornien haben, dann wird die Clinton das schon reißen. Und die lag ja in den Vorhersagen so weit vorne, dass sich keiner ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat, dass der Trump das damals gewinnen konnte. Und ja, sie haben das schlichtweg unterschätzt. Diesmal haben sie es ausführlicher gemacht. Sie haben jetzt in 27 Staaten, ist es bereits nachgewiesen worden, in die Wahlen eingegriffen. Da wird es jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, also heute oder morgen, denke ich, schon größere Ankündigungen geben, was da alles passiert ist. Und nicht nur Ankündigungen, es ist aus mehreren Quellen bestätigt, dass am Donnerstag dazu eine größere Nachricht herauskommen wird. So. Dann hat der Donald Trump am Wochenende ja eine Pressekonferenz gehalten. Ich meine, es wäre Freitag gewesen und hat sehr viel über Impfstoffe erzählt. Und das war für viele erstmal ernüchternd und ja, war unerwartet. Möchte ich mal sagen. Das war, ja, man ist so richtig auf dem Boden der Tatsache. Viele hatten doch die Erwartungshaltung, dass da einiges mehr bekannt gegeben wird. Aber er hat was ganz Wichtiges gemacht. Aus meiner Sicht hat er dem Deep State, beziehungsweise der Pharmaindustrie des Deep States, eine Riesenfalle gestellt. Und er hat sich konzentriert auf Pfizer und ein Impfstoff,
gegen Corona von Pfizer, das wäre sensationell, 90%ige Sicherheit und, und. Ich habe da dann schon zu gesagt, was 90% Sicherheit ist, das ist nämlich der letzte Dreck. Aber ja, Trump hat das offensichtlich erstmal gefeiert. Aber er hat einen Satz gesagt, der bisher überhaupt noch nicht in den Medien großartig Beachtung gefunden hat. Und dieser Satz war, dass Pfizer gesagt hat, sie haben nicht in dem Konsortium mitgearbeitet, also in den USA ist ein Konsortium gebildet worden von allen Pharmaunternehmen, die gemeinsam dann geforscht haben oder forschen sollten, um ein Impfmittel zu finden. Sie haben gesagt, sie hätten das nicht getan und Trump sagte, das haben sie natürlich doch getan, das war ein Riesenfehler, dies auszudrücken. Dieser Satz alleine oder diese Aussage alleine ist noch nicht mal irgendwie auffällig. Aber wenn man weiß, dass 2 Tage vorher, ich meine, es wäre Mittwoch gewesen, letzte Woche, kam die Nachricht in den Mainstream-Medien raus, dass der CEO von Pfizer sich von einem millionenschweren Aktienpaket getrennt hat. Und jetzt folgt mal bitte mal dem Gedanken. Wenn Trump hat angekündigt, für 1,8 oder 1,9 Milliarden Dollar hat die Regierung bei Pfizer Impfmittel bestellt. Das hat er ja nun am Freitag angekündigt. Das wird nicht so von jetzt auf gleich eine Entscheidung aus der hohlen Hand gewesen sein, sondern da wird es wahrscheinlich aller Voraussicht nach, wird es da vorher Verhandlungen gegeben haben. In diese Verhandlungen wird auch in jedem Fall der CEO eingebunden gewesen sein, weil 1,8, 1,9 Milliarden Euro ist ja nun kein Pappenstiel. Warum geht dann der CEO hin und verkauft, wohlwissend, dass die Aktien ja steigen müssen, denn das ist ja ein Riesenauftrag und es ist das erste Unternehmen, was dann möglicherweise eine Zulassung hat mit seinem Impfmittel. Die Aktien, die müssen doch nach oben schießen. Wieso verkauft der CEO dann 2 Tage vor der Ankündigung ein millionenschweres Aktienpaket von seinem Unternehmen? Da passt doch was nicht zusammen. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Ankündigung von Trump da doch eher eine Falle gewesen ist und es also auf etwas anderes hindeutet. Das geht im Hintergrund gerade Emmy weg, der ist zu langweilig geworden. Dass da irgendetwas im Hintergrund läuft, was ja doch wieder das Ganze so ein bisschen umdreht. Und ich bin der Meinung, dass wir keine Impfmittel brauchen. Es kam gestern, meine ich, kam dann die Nachricht durch verschiedene Kanäle. Jetzt setzt man dann doch auf ultraviolettes Licht, weil man herausgefunden hat, dass das Viren tötet. Warten wir es mal ab. Aber ich glaube, dass nach wie vor, dass in dem Augenblick, wo Gesara öffentlich gemacht wird, wo das Ergebnis der US-Wahlen herausgegeben wird, wo der AV läuft, also die Gleichstellung der Währung, kommen wir gleich zu, und der GCR läuft, also Global Currency Reset, ist in dem Augenblick auch die Corona-Pandemie ad acta gelegt wird, die ja gar keine ist, nicht? Also, aber vielleicht mal nachher nochmal ein Video zu den Statistiken. Ich glaube, das mache ich nochmal gleich. Ja, so, dann kommen wir mal weiter. Ja, das Quantenfinanzsystem und die Assets. Also am Dienstagmorgen, 17. November, so schreibt es Judy Byington, die ja bei Operations Disclosure 1.blogspot.com ihren Blog betreibt, dass der militärische Intelkontakt mitgeteilt hat, dass die Veröffentlichung der geheimen oder der sicheren Webseite, um sich zu registrieren, dass die SIM-Bonds und weitere Assets ausgezahlt werden können, noch nicht ganz abgeschlossen ist, sondern dass es in den nächsten 24 bis 36 Stunden Benachrichtigung geben wird. Und dass man davon ausgeht, dass es in jedem Fall am Mittwoch veröffentlicht wird, voraussichtlich am Abend, also am Abend des 18. November. Da warten wir mal ab. Sobald ich weiß, es ist alles vorbereitet. Wir sprechen jetzt nicht mehr über Gerüchte, wir sprechen jetzt über nur eine Zeitspanne von, ja,
von ein paar Stunden, nicht mal mehr 48 Stunden, sondern das passiert noch heute, so wie sich das im Augenblick, wie das im Augenblick geschrieben steht. Kommen wir zu den US-Wahlen. Ja, es sieht so aus nach Auswertung der Dominion-Server, dass Trump mit 80 Millionen Stimmen gewonnen hat. Oder anders ausgedrückt, er hat mit knapp 80%, 75 bis 80% die Wahl gewonnen. Also das ist sein Ergebnis. Es gibt viele Stimmen, viele Äußerungen von, ja, von Zeugen, von Mitarbeitern Dominion, von Mitarbeitern aus oder von Wahlhelfern und so weiter und so fort, dass da Stimmen verschoben, massiv verschoben worden sind. In den einzelnen Bundesstaaten wird mittlerweile ausgezählt unter der Aufsicht vom FBI. Es wird jetzt alles herauskommen. Sidney Powell arbeitet mit Giuliani dran, Beweise alle vorgelegt. Es wird die Korruption an den Tag kommen, es wird aufgezeigt werden und vor allem, es kommen immer wieder Zeugen aus allen möglichen Richtungen, die auch bereit sind, alle staatliche Versicherungen abzugeben und zu unterschreiben. Das ist jetzt mittlerweile kein Spaß mehr, sondern im Grunde genommen wird es für uns ganz lustig werden, ne? So, sagt auch der militärische Intel-Kontakt, dass in den nächsten 2 bis 3 Wochen ausgetauscht wird und das beachtet bitte, die europäischen Banken wegen der finanziellen Resets geschlossen werden. Also da gibt es Systemumstellungen, da gibt es nicht nur Systemumstellungen, sondern da wird auch die Handelsware Geld ausgetauscht werden, denn es wird nur noch goldgedeckte Währung geben. Der Euro gehört nicht dazu. Also im Augenblick noch nicht dazu. Ich weiß nicht, ob er in dem Währungsbasket mit drin ist, der da gebildet worden ist, mit vielen, vielen Währungen, die dem Dollar gleichgestellt werden. Also da bin ich so ein bisschen, ja, skeptisch, was den Euro betrifft. Es wird auch in den 2, 3 Wochen werden auch viele, viele Deep State-Elitenpolitiker und Banker ausgeschaltet, beziehungsweise sie werden verhaftet werden. Aber auch von den Mainstream-Medien, die Köpfe, die Chefredakteure und so weiter, die Direktoren, die ja falsche Nachrichten bewusst nach draußen bringen, um die Bevölkerung zu manipulieren und in eine falsche Richtung zu schicken. Auch die wird es treffen. Und zwar wird es die treffen, genauso, ach so, da gibt es noch die chinesischen Mitverschwörer. Wo jetzt aufgedeckt worden ist, dass auch in China eine erhebliche Gruppe, eine machtvolle Gruppe ist, die Eingriff genommen hat in die Wahlen. Also die wird es alles treffen. Dennoch, egal wie da der Fortschritt ist, die Auszahlung der erwarteten T4B-SIM-Bonds, die werden weiter fortgeführt und das wird jetzt beginnen. So, Charlie Ward hat gesagt, dass Trump hat seinen Titel auf seiner Webseite in Präsidentschaftskandidat geändert. Wir glauben, so Charlie Ward, weil die USA jetzt einer wiederhergestellten Republik funktioniert und noch keinen Präsidenten dieser neuen Republik wählen musste. Am 2. November, am Tag vor der Wahl, unterzeichnete Trump eine Executive Order über die Bildung einer Regierung, mit der GESARA gegründet wird, und schrieb, dass diese Regierungen innerhalb von 120 Tagen gegründet werden müssen. Also, das ist nicht ganz richtig formuliert hier an der Stelle. Nicht innerhalb von 120 Tagen, sondern nach 120 Tagen wird eine Neuwahl stattfinden zur Gründung einer neuen Regierung. Und das wird vom 2. November an startend bis in den März reingehen. Also irgendwann Anfang Mitte März wird es diese Neuwahlen geben. Und das ist
letztlich der Fall der Kabalen oder des Deep States. Ja, dann wurde Charlie gesagt und zum Thema Mainstream-Medien, dass diese eine Woche lang wohl untergehen werden. Das heißt, sie werden abgeschaltet. Es wird also über die Mainstream-Medien nichts mehr an Informationen rauskommen. Ich gehe davon aus, dass dann EBS, dieser Emergency Broadcast System, also das Informationssystem des Präsidenten der Vereinigten Staaten, wird dann angeschaltet und die Bevölkerung wird dann vorbereitet, dass man Material sehen zur Aufklärung und zur Aufdeckung dessen, was Deep State alles getan hat, wie sie strukturiert sind, wer Teil des Systems gewesen ist und wie tief das auch gegangen ist. Also das wird sicherlich für den einen oder anderen ernüchternd, nein, erschreckend sein. Das ist wirklich erschreckend, was da alles passiert ist. Und insofern kann ich nur jedem raten, beschäftigt euch heute schon mit den Dingen, denn das wird harter Tobak werden. So, ja, wann kann das passieren? Charlie Ward sagt, Termine für wichtige Ankündigungen könnte sein der Jahrestag der Ermordung von Präsident Kennedy am 22. November oder Todestag von JFK am 25. November, aber sicherlich vor dem 26. November, denn das ist Thanksgiving in den USA, ein wichtiger Feiertag und da werden die Ankündigungen, die großen Ankündigungen, die sensationellen Ankündigungen dann durch sein, also nächste Woche Mittwoch. Aber er sagt auch gleichzeitig, bis Weihnachten wird das noch nicht alles erledigt sein, sondern das geht jetzt erst richtig los und ja, das wird ganz lustig. Gestern kam dann zunächst mal der Bericht raus, dass ein französischer Radiosender den Nachruf von 100 Persönlichkeiten und bekannten Menschen rausgehauen hat, unter anderem auch den Tod von der Queen Mum. Ja, hat sich hinterher entschuldigt, sei wäre eine Panne gewesen, eine technische, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Ich habe das ja schon mal gesagt, offizieller Todestag der Queen Mum, 21.03.21. Ich sage das immer wieder mal, jetzt auch mal hier. Ja. Lasst uns mal gespannt sein, was da passiert. Also ich denke, es war nur einfach ein bisschen voreilig, aber diese 100 Menschen sind wohl entweder verhaftet oder sind schon tot. So, dann hat noch Robert Steele gesagt, nach den Weihnachtsferien ist zu erwarten, dass über 100 Rücktritte aus dem Kongress geschehen werden, weil sie während der Untersuchung des Staats Streiches oder eines Staatsstreiches gegen Donald Trump, nämlich der betrügerischen Abstimmung bei der Wahl 2020 und dem Versuch einen ordnungsgemäßen gewählten US-Präsidenten zu stürzen, werden sie angeklagt werden. Dazu gibt es eine Executive Order von Donald Trump unterschrieben, ich meine September 2018. Und die es ihm erlaubt, dass er all jene, die sich in die Wahlen einmischen, die ein Komplott schmieden und so weiter, dass er die sofort anklagen kann und auch sofort verurteilen kann. Und dass sogar das komplette Vermögen eingefroren wird, also die Familie wird dann mittellos sein und so weiter und so fort. Das ist geschehen. Es kommen jetzt immer mehr solche Executives Order ans Tageslicht, die wahrscheinlich zu der Zeit gar keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass zum Beispiel am 2. November noch eine Executive Order ausgestellt worden ist. Aber sei es drum, freuen wir uns, dass es da ist. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich glaube, ich lasse mich nochmal zurückscrollen. Habe ich alle Themen jetzt abgearbeitet? Jawohl, das waren die Themen erstmal für heute früh. Ich komme nachher nochmal mit einem Video zu dem Thema Statistik, denn traue keiner Statistik, die man nicht selber gefälscht hat. Und auch da gibt es schöne, ja, nicht alle, es werden irgendwann mal Anekdoten sein, was sich die Mainstream-Medien da leisten. Aber lasst mich dazu nochmal gesondert, sonst wird es hier einfach zu lang, ist schon eh lang genug. Also macht's gut, habt einen schönen Tag, freut euch auf das, was passiert. Es werden heute viele, viele Nachrichten kommen, da bin ich fest von überzeugt. Aber wartet auf den Nachmittag, denn in den USA geht der Tag los um, weiß nicht, 13, 14 Uhr.
Und dann lass den mal den ersten Kaffee, lass die mal den ersten Kaffee trinken, dann knallt das sicherlich mit Nachrichten. Also, mach's gut. Where we go one, we go all. Tschüss.